Hallo und willkommen zu Draufsicht, dem Millenniumsmagazin. Wie in jeder Sendung möchten wir euch eines der 8 Jahrtausendentwicklungsziele vorstellen. In der heutigen Sendung wollen wir uns mit dem zweiten Millenniumsentwicklungsziel beschäftigen. Diesem Millenniumsziel nach sollen alle Mädchen und Jungen weltweit eine Primarschulausbildung erhalten, also mindestens die Grundschule absolvieren. Dazu ein Beitrag von Ettina Zach und Leif Kämpfer. Weltweit leben fast 7 Milliarden Menschen. Fast 800 Millionen Erwachsene, die Mehrheit davon Frauen, sind Analphabeten. Das sind über 9-mal so viele Menschen, wie es deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger gibt. Die große Mehrheit der Analphabeten leben in nur 20 Ländern, insbesondere in Bangladesch, Indien und China. Jeder fünfte Mensch kann nicht lesen und schreiben. Ein Fünftel der Weltbevölkerung kann somit keine Straßenschilder lesen, keine Informationsblätter zur Gesundheitsvorsorge oder offizielle Formulare. Analphabeten sind bei der Benutzung von schriftlichen Kommunikationsmitteln stets auf die Hilfe anderer angewiesen. Sie haben es schwerer, eine Beschäftigung zu finden, als Menschen, die lesen und schreiben können. 144 Millionen Kinder und Jugendliche, davon die Hälfte Kinder im Grundschulalter, können nicht zur Schule gehen. Das sind knapp 100-mal mehr Kinder, als allein in Deutschland vergangenes Jahr eingeschult wurden. 97% der Kinder ohne Grundschulbildung leben in Entwicklungsländern. Sie können nicht zur Schule gehen, weil es in ihren Heimatländern keine Schulpflicht gibt. Weil ihre Eltern zu arm sind, um das Schulgeld bezahlen zu können. Weil die Kinder selbst arbeiten müssen, um die Familie mitzufinanzieren und mitzuernähren. Die Gründe, nicht zur Schule zu gehen, sind vielfältig. Das zweite Millenniumsentwicklungsziel möchte für alle Mädchen und Jungen eine Grundschulausbildung ermöglichen. Bis 2015 sollen alle Kinder eine Grundschulausbildung vollständig abschließen können. Der Fortschritt der Zielerreichung wird durch bestimmte Messgrößen überwacht. Als erste Messgröße dient der Anteil der Erstklässler, welche die letzte Klassenstufe der Grundschule, also das fünfte Schuljahr, tatsächlich erreichen. Die Nettoquote der Einschulungen zu erhöhen, ist ein weiteres Zwischenziel. Die Alphabetisierungsquote bei den 15- bis 24-jährigen Frauen und Männern ist die dritte Messgröße. Eine Grundschulausbildung für jedes Kind also. In vielen Entwicklungsländern können sich Familien den Schulbesuch der Kinder ohnehin finanziell schon nicht leisten. Noch schwieriger wird es, wenn weitere Hürden wie das Beherrschen der Amtssprache als Voraussetzung für den Schulbesuch dazukommen. In Namibia zum Beispiel müssen Kinder, die die Schule besuchen wollen, Englisch sprechen. Englisch allerdings wird nur in Kindergärten unterrichtet, zu denen längst nicht jedes Kind Zugang hat, obwohl der Staat eine Kindergartenpflicht erlassen hat. Dazu ein Beitrag aus Namibia. Frau Jason ist besorgt. Ihr Kindergarten ist verschuldet. Die Stadtverwaltung von Windhoek, der Hauptstadt Namibias, hat die Wasserpreise erhöht. Sie weiß nicht, wie es weitergehen soll. Sie hofft, dass die Stadt nicht das gesamte Grundstück pfändet. Die Bildungsprobleme in Namibia sind groß. Wenige der Schulbeginner schließen die Schule ab. Aber auch die erfolgreichen Schüler haben meistens geringes Fachwissen. Zudem fehlen Möglichkeiten zur Berufsausbildung und Studium. Die Arbeitslosenrate ist hoch. Sie liegt bei über 50%. Es gibt wenige Fachkräfte in Bereichen Technik, Verwaltung und Bildung. Im Kindergarten Happy Little Toddlers in Windhoek lernen 44 Kinder Englisch. Die Amtssprache Namibias muss jedes Kind können, wenn es zur Schule kommt. Daher hat die Regierung ein Gesetz erlassen, nachdem der Besuch eines Kindergartens Pflicht ist. Die Kindergartenpflicht ist ein gutes Vorhaben, um die Bildung zu verbessern. Jedoch fehlt es der Regierung an Geld, genügend staatliche Kindergärten zu betreiben. Und so sind es vor allem selbstständige Kleinunternehmerinnen wie Frau Jason, die sich um die Kinder kümmern. Der Kindergarten Happy Little Toddlers liegt in Komastal. In diesem Stadtbezirk kommen alle Bevölkerungsgruppen zusammen. Schwarz, weiß, arm, reich. Und so bietet Frau Jason auch den Kindern einen Platz, die monatliche Gebühr von knapp 40 Euro nicht bezahlen können. Der Kindergarten wurde 1998 mit Hilfe von SODI, einer deutschen Nichtregierungsorganisation, gebaut. Das Haus ist an Wasser, Abwasser und Strom angeschlossen. Nicht selbstverständlich in Namibia. So kann Frau Jason den Kleinen auch ein Mittagessen bereiten. Noch eine Seltenheit in Namibia. Die Schüler bekommen hier zu essen. Ein großer Vorteil für die Eltern.
denn Grundnahrungsmittel sind unglaublich teuer. Doch nun hat die Stadtverwaltung das Wasser abgestellt. Die Kinder müssen sich erst einmal ihr Essen von zu Hause mitbringen. Viel hatte sich die Regierung Namibias nach der Unabhängigkeit vorgenommen. Vor allem die Bildung sollte verbessert werden. Doch noch immer gibt es zu wenig qualifizierte Lehrerinnen. Nicht so Frau Jason. Die engagierte Lehrerin gibt sogar Nachhilfeunterricht am Nachmittag in Englisch und Rechnen. Sie weiß, worauf es ankommt. Wenn du nicht zur Schule gehst, wird sich dir die Welt verschließen. Du wirst nichts haben. Wir sitzen hier und diskutieren eine Menge Dinge. Und das ermutigt die Kinder zu lernen. Die Einschulungsrate in Namibia liegt derzeit bei rund 92%. In den letzten Jahren ist sie allerdings wieder zurückgegangen. Damit ist das Ziel Grundschulbildung für alle Kinder bis 2015 gefährdet. Nach einer Spende von Sodi kann das Wasser erst einmal wieder angestellt werden. Doch wichtig für Projekte wie den Kindergarten Happy Little Toddlers sind vor allem die Nachhaltigkeit und Eigenverantwortung. Hilfe zur Selbsthilfe. Nachhaltigkeit statt Abhängigkeit von ausländischen Gebern wünschen sich Namibia und Nichtregierungsorganisationen wie SODI, damit Spenden irgendwann nicht mehr notwendig sind. Happy Little Toddlers ist nach über einem Jahrzehnt zu mehr als einem erfolgreichen Modellprojekt geworden. Dass gerade die Bildung unter den wirtschaftlichen Druck des eigenen Staates gerät, ist dabei sicherlich kein gutes Zeichen für Bildungsinitiativen. Und das, obwohl Bildung eine der Voraussetzungen für das wirtschaftliche Wachstum einer Nation ist. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass das Engagement westlicher Nichtregierungsorganisationen und privater Stiftungen gleichermaßen sicherlich nicht das Fundament für eine dauerhaft erfolgreiche Ausbildungspolitik eines Landes sein können. Doch solange der Staat keine ausreichende Bildungsinfrastruktur zur Verfügung stellt, sind Nichtregierungsorganisationen für den Aufbau von Bildungsinstitutionen unverzichtbar. Ein Beispiel ist Go Ahead, eine Nichtregierungsorganisation, die in Südafrika Bildungsprojekte unterstützt. Tilman Rodenhäuser ist Vorstandsvorsitzender von Go Ahead. Mit uns sprach er über seine Projekte im Bereich der frühen Bildung. Go Ahead ist eine von jungen Erwachsenen in Deutschland gegründete Organisation, die das Ziel verfolgt, Bildungsprojekte im südlichen Afrika zu unterstützen. Und das machen wir so, dass wir lokale Bildungsprojekte, die schon da sind, die von Südafrikanern geführt sind, vor allem finanziell unterstützen. Und das mit dem Ziel, Kindern und Jugendlichen, denen durch AIDS viele Perspektiven im Leben genommen wurden, durch Bildung eine Chance auf Zukunft zu geben. Das Prinzip von Go Ahead, effizient an dem ansetzen, das da ist. So unterstützt die Organisation beispielsweise eine Vorschule in Soweto Cliptown. Vorschulen in Südafrika sind zunächst nicht staatlich, sondern meist von Nichtregierungsorganisationen oder Kirchen geführt. Sie haben aber die Möglichkeit, staatliche Förderung zu erhalten. Dafür müssen sie bestimmte Vorgaben erfüllen, zum Beispiel ein Schulgebäude, Wasserversorgung sowie sanitäre Anlagen haben. Auch die Ausbildung der Lehrer ist ein Kriterium. Go Ahead unterstützt die Vorschulen so weit, dass der Staat sie fördert. Man muss sich das so vorstellen, dass die Menschen in diesem Township noch wirklich in sogenannten Squatter-Camps leben, was Wellblechhütten sind, ohne Infrastruktur, oft ohne Strom, ohne Wasser. Und da sind es Kinder, die aus Gebieten kommen, wo sehr, sehr hohe AIDS-Prävalenz ist, die Menschen in sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen leben. Und für diese Kinder ist diese Vorschule auch eine sichere soziale Anlaufstelle. Sind die Kinder in der Schule, sind sie nicht auf der Straße. Eine soziale Anlaufstelle, das heißt aber auch, wenn den Lehrern auffällt, dass ein Kind Probleme hat, schicken sie einen Sozialarbeiter, um zu Hause nach dem Rechten zu sehen. Ist ein Kind sehr traurig, könnte beispielsweise ein Elternteil verstorben sein. Damit dieser Schutzmechanismus funktioniert, müssen die Familien die Kinder aber erst einmal in die Schule schicken. Und das tun viele nur, wenn es eine Mahlzeit für ihr Kind in der Einrichtung gibt. Denn die können sie sich sonst nicht leisten. Das Ziel des MDG 2 ist ja, dass alle Kinder Zugang zur Grundschulbildung erhalten. Und meiner Meinung nach, um das zu erreichen, bedarf es vor allem sinnvoller und guter Politik, in den Staaten selber und da vor allem das Stichwort Good Governance. Es gibt ein Beispiel in Kenia, dass der Minister für Bildung letztes Jahr mehrere Millionen aus einem Fonds für frühkindliche Bildung veruntreut hat. Und sowas darf nicht geschehen, wenn die Länder selber diese Ziele erreichen wollen. Englisch sprechen lernen im frühen Alter. Auch das ist wichtig, um die Entwicklungsziele zu erreichen. Denn in Südafrika gibt es 11 verschiedene Amtssprachen.
Wenn Kinder keine Schule oder Vorschule besuchen, dann lernen sie Englisch oft gar nicht. Damit haben sie aber später im Leben auch keine guten Chancen, einen Beruf zu finden. Auch politisch engagieren können sie sich nur, wenn sie Englisch sprechen. Ich denke, MDG2 ist zentral und Grundschulbildung ist wirklich wichtig. Jedoch muss man sehen, dass wenn die Kinder Grundschulbildung erhalten, aber dann keine weiterführende Bildung erhalten, dann wird der Armut an sich am Ende nicht geholfen, sondern man hat dann Kinder, die Bildung genossen haben, aber am Ende haben diese Kinder keine Perspektive und es braucht eine Perspektive, die über die Grundschulbildung hinausgeht. Diese Perspektive kann die Aussicht auf einen Job sein oder einen Studienplatz. Die Grundschulausbildung ist nur ein erster Schritt auf dem Weg zum eigentlichen Ziel, der Halbierung von Hunger und Armut. Hilfsorganisationen werden oft dahingehend kritisiert, als dass sich ihre Methodik zu sehr am westlichen Verständnis orientiert. Das Besondere an Go Ahead ist, dass sie mit ihrem Engagement Projekte unterstützen, die im Land selbst von dort ansässigen Akteuren umgesetzt werden. Die im Beitrag angesprochenen weiterführenden Bildungsinstitutionen sind für eine umfassende Ausbildungspolitik unerlässlich, auch wenn die ersten und damit vielleicht wichtigsten Schritte die Primarschulen darstellen. In der nächsten Sendung geht es um die Gleichstellung der Geschlechter und insbesondere um die Stärkung der gesellschaftlichen Position der Frau. Wenn ihr mögt, bis dahin.